Das ist ein Deal. Ja, das hört sich doch gut an, ne? Ja. Frontliner, wann kann ich denn wieder nach Hause zu meiner Familie, zu meiner Frau und Kind? Die sind schon tot. Na, sind sie nicht. Er hat schlecht Toll. geschlafen. Herr Snow, ich werde jetzt springen. Nein, dürfen Sie nicht. Er hat nur Spaß gemacht. Nein. Das war nur ein Spaß. Er hat überaus sehr Ohne meine Frau macht schlechter das Leben Scherz. keinen Sinn mehr. Gehen Sie nicht, springen Sie nicht. Nein, ja, ich zeige Ihnen. Warte, ich rufe Sie an, ich rufe Sie an. Einen Moment. Ich beweise Ihnen, dass Kommen Sie Sie noch mir nicht leben. näher. Komm, Okay, kommen Sie mir nicht. Komm, bleiben Sie, wo Sie sind. Bleiben Sie, einen wo Sie Moment. sind. Ich rufe, Sie rutschen aus. Passt Sie auf. Nein. Kommen Oh Sie wieder her. Alles wird gut. Ich bleibe hier stehen. Hier bleibe ich stehen. oh. Okay, Und machen Sie kommt keinen keine Schritt Dummheiten. näher. Komm, das Leben ist noch lebenswert. Es gibt noch viele andere Fische im Ohne Meer. meine Familie nicht. Ohne meine Familie Aber Sie nicht, können auch einfach eine neue Herr Familie Snow. machen. Nein. Nein, das kann ich nicht. Hey, Rebel Haben Alert! Sie Aber mal was es von Liebe macht gehört? Ich weiß nicht, wie das bei Ihnen als Rebellen da, wie das bei Ihnen doch abläuft, Spaß! aber Banditen, wir wir sind empfinden sowas wie Banditen. Liebe. Wie, was? Sollten Sie vielleicht Kann man auch das mal. essen? Ist das Nee. chinesisch? Ja. Wir müssten mal die Asia-Mafia fragen. Ich glaube, das kann man essen, das kann man bestellen, glaube Glaube, ich. die können das kochen. Jo, glaube ich auch. Ja, ich glaube auch, das ist die Nummer 62, glaube ich. Ich glaube, mit Chili schmeckt das ganz gut. Ja, müssen wir mal Herr nachfragen. Schlumberte, Sie kommen mir verdächtig nah. Bleiben Sie, wo Sie sind. Merte, komm zurück. Merte, das ist jetzt kein Wir haben Spaß. da unten Merte. Tango, wir haben da unten einen Tango. Oh. Namen? Ike Gaming. Ike Gaming. Behalte ihm mal ein Auge und schreib mir mal eine nette Nachricht. Ja, Also kann ich jetzt mit meiner Frau reden? Kann ich jetzt mit meiner ja, Frau einen reden Moment. oder nicht? Ja, natürlich. Seven, Können Sie okay. mir die Nummer sagen? Beziehungsweise, ich würde nur gerne Ihre Stimme hören. Okay, die Nummer ist 0192 0190 92. 666 Nein, das ist falsch. 666. Einen Moment, hier. Nein, okay. Ich habe mich verwählt, tut mir leid. Nochmal bitte. 0192 0192. 1337. 1237. Okay, einen Moment. Ich hole mal kurz ein Handy, ein Einweg-Handy, das nur auf diese Nummer und auf einen nicht zurückverfolgbaren. Six, fall back. Wissen Sie was? Kommen Sie mal mit. Wir gehen in einen speziell abgesicherten Raum. Das ist hier viel zu offen. Seven, form on me. Herr So, Frontliner. jetzt habe ich Sie gefesselt. Hier. Ich fessel Sie Warum? Ja, hallo. an dieses Eisen. Und Sie werden Ihre Familie niemals wieder zu Gesicht bekommen. Uah! Wieso sind Sie so grausam? Sie wollten Hallo. springen, das soll Ihnen eine Hallo. Lehre sein. Watzlaw, ich habe jetzt die Telefonnummer von seiner Frau. Geh und hol sie. Wo ist sie denn? Ich will Also, die ich gebe dir die Telefonnummer. Nummer Wo finde 0192 ich die denn? 1337. Ja. Guck im Telefonbuch, wo sie 1337. wohnt und hol sie her. Oder er schießt sie gleich. Ja. Los. Oh, ich Nein, habe das mein können Sie doch Telefon nicht nicht dabei. tun! Lassen Ich habe Sie mein das, Telefon Herr nicht dabei. Watzlaw! Nein! Ja, ich könnte Watzlaw Seven, fall zurückrufen. back. Aber, Zur das hat Angriff, natürlich einen ich habe mein Preis. alles. Ich habe mein Telefon nicht dabei. Das Was hat denn? Mein natürlich einen Telefon nicht. Preis, ne? Also, ich sag's Welches mal denn? so: Sie haben da eine schöne blinkende Weste an. Legen Sie die mal bitte auf den Boden. Oh ja, die ist schön. Die ist voll schön.
Erst möchte ich hören, dass es meiner Frau gut geht. Vorher gebe ich ihnen gar nichts. Und ich will ihre Brille. Ihre Brille ist auch so schön. Ich glaube nicht, dass sie in der Position sind, Forderungen zu stehen. Aber weil sie so nett sind, mache ich das. Nein, join group. Und ich möchte, Herr Frontliner, wo ist denn der Herr Frontliner? Wo ist der Herr Frontliner? Der ist in den Verhandlungen. Tut mir leid, Herr Frontliner ist sehr beschäftigt. Ich möchte auch... Nächstes, Sie müssen mit uns vorlieb nehmen. Ja, Sie müssen mit den Bauern von FGP reden. Unser König wird sich nicht herablassen, um mit Ihnen zu reden. Nein, nein, nein. Ihr König also. Ja. Unser Führer. Piep, 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 piep. Piep, 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 piep. Düt. Düt. Klick. Ja, hallo? Ja, hallo, Frau Hoffi? Ja, Sehe ich ja Sterne bei dir fliegen. Frau Hoffi? Frau Hoffi, ich möchte Ihnen sagen, dass der Herr Hoffi heute später nach Hause kommt. Okay, geht klar. Hallo? Mensch, Junge. Jo, also ich hab Sie schon bei Ihrer Frau entschuldigt. Ich habe gesagt, Sie kommt später zum Essen. Ich habe gesagt, wir haben noch eine Feier. Jemand, wurde entjungfert. Hier, bitteschön, nehmen Sie es, nehmen Sie es. Jetzt ja, machen Sie mich los. Ja. Los schon. Machen Sie mich los. Nehmen Sie, nächstes, Sie werden noch nicht losgemacht hier. Nein. Weißt du was, Watzlauf? John, soll ich die aufnehmen? Wenn du möchtest. Boah. Steht ihn aber richtig gut, der Hoffi. Sexy. Das wage ich zu bezweifeln. Das passt nicht so ganz. Das sticht sich so ein bisschen. Quatsch, das ist eine... Sie sehen aus wie ein Bauer von FGP. Und das soll ein Kompliment sein. Scheiß FGP. Scheiß FGP. Wer wird denn die Verhandlungen führen, wenn ich mal fragen darf? Also von meinen Kollegen. So... Nee, dürfen Sie nicht fragen. Ich würde es aber gerne wissen, nicht? Wieso gibt es da welche, die Sie nicht leiden können? Würden Sie sie ins offene Messer laufen lassen? Würden Sie sagen, nein, die Verhandlungen sind gescheitert und wir müssten sie erschießen? Nein, 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 nein. Nein, 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 Herr Snow. Ich würde einfach nur gerne wissen, wer der Verhandlungspartner ist. Ob der Warum? Kompetent ist. Sie sind alle böse. Es gibt etwas Kompetentere momentan, die im Dienst sind, und etwas nicht so Kompetente. Natürlich sind alle kompetent, aber es gibt natürlich auch das ist halt das Risiko. Haben wir Banditen ja auch. Das ist ein Glücksspiel. Ein riesengroßes Glücksrad ist das. Herr Snow, das können Sie mir doch wohl preisgeben. Kommt aber an, wie viel wert ist denn das? Wie viel wert ist denn diese Information? Also Herr Watziboy, der möchte ja unbedingt Ihre Brille haben. Ich habe $300 dabei. Die Brille kann ich Ihnen leider nicht geben. Ich habe momentan eine Entzündung an den Augen und deswegen kann ich Ihnen die leider nicht geben. Sie kriegen meine Brille. Ja, er hat auch eine Brille. Die bringt mir leider nicht so viel. Doch, das ist... Die bringt mir leider nicht so viel. Nee, der hat gar keine Brille. Du Lügner! Willst du Hoffi für dumm verkaufen? Also ich würde Ihnen $300 geben. Nee, ist mir zu wenig. Und Donut und Kaffee. Boah. Ja, also da würde Watzlaff, glaube ich, ja sagen. John, du darfst nicht schwach werden, auch wenn er einen Donut anbietet. Och Mann, ey. Du musst stark bleiben. Okay. Ja, aber... Darf ich denn mich jetzt wieder etwas frei bewegen? Ich meine... Ja, du dürfst dich hinsetzen. Und, Kommen Sie... Ich verlängere die Leine auf 5 Meter. Ach, das bringt mir ja nichts, ist ja nichts. Sie dürfen hier hin. Sie wollen doch nur runterspringen. Nein, ich werde bei Ihnen bleiben. Ich gehe an Ihrer Seite. Und das soll ich Ihnen glauben? Versprochen. Brudi, sei Ehrenwort. Na gut. Ja, das können wir da 10 Meter. Mehr nicht. Ich bleibe aber immer bei Ihnen. Ich bleibe immer bei Ihnen. Nein, 10 Meter Leine vom Zaun da. Nicht von mir.
Oder 5 Meter Leine von Ihnen als Zentrum, Herr Snow. Da muss ich mir erst, ich muss das erst überlegen und überdenken. Ich muss erst die Risiken abwägen. Einen Moment. Okay. Ich habe Ihnen mein Ehrenwort gegeben. Das müssen Sie auch in Ihre Risiken mit einbeziehen. Ja, das können wir da nicht. Naja, sagen wir es so. Das Wort eines Polizisten, ich kann mich da an einen Zwischenfall erinnern mit dem Herrn Bro. Ich habe ich habe die Bank verteidigt und 4 Stunden später hat er mich dann in den Knast gesteckt und hat gesagt, ich hätte einen ABRCler erschossen und hat dann gesagt, er hätte Schmausschmund bei Manfreds Kitchen. Darf ich Ihnen was sagen? Ja. Ja. Ich habe noch nie mein Wort gebrochen, Herr Snow. Wenn ich Ihnen sage, als Captain Hoffi, dass ich mein Wort halte, dann tue ich das auch. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, Sie wollen mich antatschen. Warum wollen Sie unbedingt in meiner Nähe bleiben? Ja, ich würde gerne ein bisschen hier rumlaufen mit Ihnen. Also. Ja, okay. Komm, gehen wir. Kassi. Wir müssen aufpassen. Wir kriegen auch wieder Schläge von Frontliner. Nein. Es geht in Ordnung. 3 Meter darf er sich um mich bewegen. Und jetzt bitte auf die Knie. Wir gehen. Kassi. Los, bücken. Nein, das ist entwürdigend. Das werde ich nicht tun. Okay, dann nicht. Aber wir können uns hier ein bisschen was von den Drogen machen. Halten Sie davon? Also Sie wissen doch, ich darf davon nichts nehmen. Okay, dann nehme ich nur selber was. Ich sag mal, inoffiziell bin ich noch im Dienst. Nein, also. Dann müssen Sie das jetzt nehmen. Seven, rally up. Wo bleibt eigentlich mein Donut nehmen? Und mein Kaffee? Ach, den kriegen Sie noch. Ja, und die $300. Und die $300, ja, natürlich. Ja. So, und ich schneide schon mal derweil einen Zweig ab von meinen Kakteen. Das ist noch, ich möchte was wirklich. Eine schöne Aussicht. So eine schöne Aussicht hier. Okay, komm mit. So, einen Donut und Kaffee haben Sie jetzt auch. Wollen wir uns hinsetzen? Können wir machen. Ich muss hier nämlich was verarbeiten, das dauert ein bisschen. Nein, fall back. Seven, fall back. Und wie sieht's aus? Krieg ich ein Update? Wir führten die Verhandlungen. Wir warten auf Evi noch. Noch ist sie nicht da. Okay. So. Herr Hoffi, ich habe gute Neuigkeiten. Okay. Für Sie. Eventuell. Okay. Müssen Sie jetzt selber sagen, ob das gute oder schlechte Neuigkeiten sind. Denn, Captain, Ihre Frau Captain Kasher wird die Verhandlungen führen. Ja, das hört sich doch schon mal gut an. Gut. Kompetent. Okay. Das ist schon mal gut. Ja, gut. Sehr, sehr gut. Ich übergebe jetzt die Leine an Herrn Watzlaw, wenn das in Ordnung ist. Ich muss nämlich jetzt kochen gehen. Haben Sie gerade gesagt, meine Frau? Nee, ich meinte Freundin. Ach so. Ja, ich komme nicht von der Insel. Entschuldigen Sie bitte meine Sprachfehler, Sie Rassist. Kommen Sie mal mit. Zeig ihm mal die schöne Landschaft und erzähl ihm ein bisschen was darüber. Mal gucken Sie mal in das Tal. Das war hier mal alles voller Wasser. Alles? Das war hier alles voller Wasser, wissen Sie? Nee, wie kann das denn sein, Herr Watzlaw? Das ist eine überflutete Insel, wissen Sie? Es war alles voller Wasser, vor Millionen Jahren. Und das wissen Sie? Sie haben da doch noch gar nicht gelebt, Herr Watzlaw. Ja, aber wissen Sie, ich bin schon ein bisschen älter. Das sieht immer wenig an, aber ja. Oh. Ach, deswegen tragen Sie auch, ne? Deswegen haben Sie auch den Schemark auf, damit man Sie Ihre Falten nicht sieht. Und ja, damals, da war das hier noch alles überflutet, die ganzen Gebäude, das musste alles, ne? Das war alles hier mit Schlamm bedeckt. Im Endeffekt ist das hier alles nur Schlamm und Fischreste und
Wie ist das Wasser dann weggekommen? So. Wer hat das Wasser weggemacht? Ja, das ist dann gekommen. Da waren dann so Tiere und die hatten ganz viel Fell. Und die sind und die hat das alles gegangen. Aufgesogen. Ja, ja. Ah, ja, okay. Das war ja, das müssen sie mir auch so glauben. Wie hießen diese Tiere? Auch noch zwei Treppe jetzt. Aber die müssen ja noch hier in der Nähe irgendwo sein. Wollen wir nicht vielleicht mal da den Berg so ein bisschen runtergehen und mal gucken? Ja, der hat auch noch einen von mir. Nee, sie wollen mich doch hier mit dem Stempel drauf. Und Unterschrift wohlgemerkt. Und Unterschrift, Unterschrift ist da auch von drauf, Pluto. Ja. Aber Pluto, der hat doch gar keine Hände. Wie konnte der unterschreiben? Ja, wissen Sie, das ist ein Professor. Professor Pluto, der kann mit dem Mund unterschreiben. Ach so. Außerdem hat er ja auch Beine. Sie müssen hier nicht so tun, als ob das nicht stimmt. Und als ob das nicht seriös ist. Das ist sehr seriös. Doch, das ist sehr seriös. Ich glaube Ihnen auch. Toffi? Wenn Sie mir das nicht glauben. Ey, Matzlaff, ich glaube, der verarscht dich. Der hält das Ganze für ein Spiel hier. Glaubst du, das ist ein Spiel, Hoffi? Denkst du, das ist ein Spiel hier? Nein! Das ist kein Spiel! Hilfe! Frau Kaschea, ich brauche Hilfe! Wo ist Frau Kaschea? Ich muss mich retten. Also, vergessen Sie nie, wer der Boss ist. Wissen Sie? Watzlaff ist der Boss. Studiert, ne? Aber ich möchte jetzt Frau Kaschea sehen. Ja, das dauert alles ein bisschen. Bald gehen Ihnen die Lichter aus. Ich glaube, Frau Kaschea mag sie nicht besonders, deshalb braucht sie so ewig. Wieso? Deswegen mag sie mich nicht, Herr Snow? Sie hat gesagt, sie ist eifersüchtig. Wieso ist sie eifersüchtig? Sie hat sie immer geliebt, aber sie haben es nie erkannt. Warum lacht sie dann immer über ihre schlechten Witze? Warum versucht sie immer mit ihnen auf Streife zu gehen? Warum hat sie Bilder von ihnen zu Hause? Aber das wissen sie natürlich alles nicht, weil sie gucken nicht aktiv hin. Nein. Sorry, ich war so blind. Ja. Sie sind ein schlechter Mensch, Herr Hoffi. Und wenn ich drüber nachdenke, vielleicht habe ich auch Gefühle für sie. Ja, sie hat aber auch eine sehr heiße Stimme, muss ich sagen. Sollen das hier Ganze mal nicht so homoerotisch ausklingen lassen? Ja, ich habe hier über mein Studium erzählt und... Ja, aber wir reden doch über Evi. Was ist denn da homoerotisch? Aber ich muss mir gerade im Klaren werden, Herr Watzlaff, dass ich vielleicht den größten Fehler meines Lebens begangen habe. Sie haben sich mit FDP angelegt. Der war gut. Nein, das natürlich nicht, Herr Watzlaff. Also das vielleicht auch, aber der größte Fehler meines Lebens war natürlich vielleicht einfach blind zu sein, wie der Herr Snow gesagt hat. Ja, Sie waren blind und deswegen sind Sie jetzt hier. Meinen Sie... Weil böse Menschen müssen das ausbaden, ja? Sie haben viel Böses getan, Herr Captain Hoffi. Es war mir nicht bewusst, ich habe es nicht bewusst getan, Herr Watzlaff. Ich habe das nicht bewusst getan. Ich will gar nicht wissen, an wie viele Stühlen Sie gesägt haben, damit Sie Captain werden. Ja, wie viele Rekruten dafür sterben mussten. Wie viele andere Captains dafür sterben mussten, damit Sie Captain werden. Ich weiß nicht mehr, was ich dazu noch sagen soll. Ich bin gerade total erschrocken. Weil Sie genau die Wahrheit wissen. Six, form on me. Ich hab ne schöne Weste. No. Da, la, 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 la. Ich glaube, wir sollten in die Kapelle. Sie sollten lieber mal beten. Kommen Sie mit. Beten Sie für Ihre Seele. Mir fehlen die Worte, Herr Watzlaff. Mir fehlen einfach die Worte. Egal. Schweigen Sie einfach still. Und denken Sie an Ihr schönes Leben, das Sie haben hätten können, wenn Sie ein besserer Mensch gewesen wären. Sollte ich hier lebend rauskommen, dann schwöre ich Ihnen, meine Herrschaften, dann werde ich vieles ändern in meinem Leben. Was da wäre? Sehr wichtig. Wissen Sie, das ist nicht nur eine Geiselnahme, das ist auch eine Maßnahme der Resozialisation. Nee, was du meinst, ist Läuterung. Das ist eine Läuterung. Ja, wir läutern Sie gerade. Weihwasser auf Ihnen.
Normalerweise muss er jetzt kreischen, aber ich glaube, er ist gar nicht vom Dämon besessen. Komisch. Komisch. Nein, von Dämonen bin ich nicht besessen, so wie der Herr Miller. Ich habe uns einfach nur gehört. Aber egal. Jetzt sind wir schon mit einer Sache drin, John. Jetzt gibt es keinen Weg zurück mehr. Die Brudizei ist uns auf den Fersen. Wir wollen einfach nur unsere Lösegeld haben. Ja, aber wir haben doch alle ermordet. Wer kommt denn noch? Na, da ist ja die Kaschea-Frau. Die Frau Kaschea. Ja, aber die ist gerade wieder von der Insel geflogen. Sie krümmen ihr kein Haar, Herr Watzlaw. Sie krümmen ihr kein Haar, sonst bekommen sie es mit mir zu tun. Das glaube also nur Sie. Sie können uns hier gar nicht gefährlich werden. Wir haben Zeit. Sehr viel Zeit. Ich kann Ihr Studium da der Lügengeschichten und Fabelwesen kann Ihnen da auch nicht weiterhelfen, wenn ich Sie aufsuchen werde, Herr Watzlaw. Das ist so witzig, Hoffi, was Sie da erzählen. Diese Unterschrift ist nicht erfunden. Natürlich, Professor Pluto, das glauben Sie doch wohl selber nicht. Okay. Diese Unterschrift ist nicht erfunden. Sie schießen in einem Gottesschläge. Ja. Schlag ihn auf den Kopf, der glaubt nicht dran. So. Jetzt gibt's Professor Schellen. Pluto jetzt ist eine Legende. Gibt's Prügelei. Wir prügeln in die Wahrheit rein. Oh, ich glaube, wir haben ihn getötet. Six. Fall back. Nee, doch nicht. Oh mein Gott. Ja. Na, wie schmeckt Ihnen der Staub? Glauben Sie jetzt Nein, an die Wahrheit? Nein, Kaschea, dass es mir leid tut. Glauben Sie jetzt an die Wahrheit? Ja, ich glaube an die Wahrheit. Ich glaube an die Wahrheit. Ja, geht doch. Geht doch. Jetzt gibt's noch mehr Schellen. Seven, form on me. So, da wir jetzt die Glaubwürdigkeit von Watzlaws Universität unbestritten glauben, kann Watzlaw ja fortführen mit seiner Geschichte oder so. Es gibt keine Geschichte. Das ist alles wahr. Ja, meine ich ja. Mit seiner... meine Autobiografie quasi. Ja, genau. Six. Rally up. Ja. Hallo, Herr Blaki. Ich muss das auch mal loswerden, Herr Hoffi. Ja, einfach mal loswerden. Ja, das können Sie natürlich auch, Herr Watzlaw. Ich habe immer ein offenes Ohr. Sie glauben mir das nicht. Sie ziehen das sofort ins Lächerliche. Aber das ist mir egal. Jetzt habe ich hier niemanden vor mir. Ich überhaupt nicht, Herr Watzlaw. Kommen Sie mit. Sie wirken sehr bedrohlich auf mich. Sie kriegen nur Schellen, wenn sie mir widersprechen. Ja? Herr Hoffi? Sie widersprechen keineswegs. Ja, bitte. Der Herr Rekrut Chris, das ist mein Nachbar. Ich bin sein Freund. Schon seit Jahrzehnten. Er sagt mir immer, was die Polizei macht und so. Und er sagt mir auch immer, wie hoch die Bounties sind, wo die Polizisten gerade sind und so. Und Verrat! Hochverrat! Ja, das wäre natürlich ziemlich schade, wenn der jetzt aus der Polizei rausfliegt, deswegen. Six, fall back. John, ich glaube, wir müssen ihn eliminieren. Angelo? Wen? Ja. Hast du eine andere Kopfbedeckung als ich? Ja, dass der irgendwelche Sachen, ich ja. Bin nicht mein Studium in Gefahr. Okay, dann brauche ich dich vielleicht gleich Bescheid. Okay. Ich habe eine Frage jetzt noch. Wollen Sie mich denn eigentlich nicht mal vielleicht dem Verhandlungspartner irgendwie zeigen, dass es mir gut geht? Solange es mir noch gut geht? Nein, wir sind glaubwürdig. Die Frau Kaschea. Seven, regroup. Okay. Watzlaw und Blaki? Ja. Einmal bitte links und rechts Stellung nehmen und auf seinen Kopf zielen. Ich mache jetzt eine VHS-Kassette fertig. Ja, kommen Sie in die Mitte. Kommen Sie in die Mitte. Ab in die Mitte. Und das Kreuz. Haben Sie irgendwelche letzten Worte, die Sie sagen wollen? Watzlaw ein bisschen weiter nach hinten und ein bisschen weiter nach oben und Blaki ein bisschen weiter näher ran.
Sehr schön. Sehen die Worte, sie zielen mit zwei Waffen auf mich, auf mit zwei Läufen, mit drei Läufen. Vier, der eine Schilder am Dach. Nein, fall back. Okay, gut. Das ist alles. Das ist alles. Weiß nicht, was sie von mir wollen. Seven, fall back. Gar nichts. Mit ihnen wollen wir ja gar nichts. Wie schon gesagt, wir haben einen Verhandlungspartner. Warum halten sie mich jetzt hier so und ziehen alle mit ihren bedrohlichen Waffen auf mich? Ne, das ging doch von ihnen aus so. Sie wollten ja unbedingt, dass ich ein Bild schicke. Jetzt schicke ich das und jede 10 Minuten, die vergehen, schneiden wir ihnen halt einen Finger ab. Weil das ist ja echt lächerlich, weil die Frau Captain Cashier hier abzieht, dass die uns hier so warten lässt. Sie sagen ja auch, wir sollen anders verhandeln, also verhandeln wir auch anders. Behandeln sie auch ganz anders, ja? Wir sind böse! Wir können auch anders. Ich kann ihnen auch nichts zu essen und zu trinken anbieten, ne? Aber so weit wollen wir nicht gehen. Sie haben Minimützen. Ja, die kenne ich, ja. Ah, ich wollte mir gerade mal ein Telefon. Wissen Sie, was das ist, in Wirklichkeit? Ja, ich weiß ganz gut. Eine tote Riesenschildkröte. Nein. Aber das weiß kaum einer. Aber wieso bewaldet die Riesenschildkröte? Naja, das ist halt wegen den ganzen... Entschuldigung, Vermittlung, ich bräuchte gerne mal die Putzfrau bei Ihrem Apparat. Ja, weil das hier die ganze Überschwemmung war. Stimmt, das habe ich ja ganz vergessen. Ja, ich im Gruppenchannel. Hören Sie mir nicht zu? Ja doch, ich höre Ihnen zu. Hören Sie mir nicht zu! Herr Hoffi? Was los? Ich hatte mich nicht unter Kontrolle. Ich muss natürlich auch ein bisschen auf Sie achten, da Sie unsere Haushaltshilfe sind. Ich weiß aber nicht, ob ich komme gerade gesagt, dass die Barettmützen schnell verwaschen werden und dürfen auch nicht in Trockner und auch nicht zu hoch geschleudert werden, ist die Frage. Herr Watzlaff, wie das nun ist, ob wir denn nicht nur Bini-Mützen nehmen können. Ich meine Speedboot. Ja, Speedboot. Mich wer braucht denn bitte so ein Barett? Warum heißt nicht Speedboot? Weil es gibt ja auch das Speedboot. Ich will Barett haben! Es ist eine Schildkröte. Bini sind behindert, ich will Barett. Ich kann Ihnen noch einiges über diese Schildkröte erzählen. In jungen Jahren war die als Rennschildkröte unterwegs. Wir haben einen Kippen. Barett. Also, wir haben einen Kippen, da können Sie auch Barett ausdrücken. Auf dem Panzer und hat er den Namen Speedboat. Ja. Ah, okay. Und hat die auch viele Wettrennen gewonnen, oder? Die ist eine legendäre Schildkröte. Eine wirklich legendäre Schildkröte, ja. Und die Tour der Altes hat sie gewonnen, ja. Das ist ein Wasserwettrennen über mehrere Etappen, ja. Und dann die Rallye der Altes hat sie auch gewonnen, ja. Das ist ein Landwettrennen. Hat sie gegen Pferde und so weiter hat sie gewonnen, das Speedboot halt. Ja, und es gibt so einiges. Ah, okay, und wie ist die dann so groß geworden, weil bei so einem... Eine Rennschildkröte, die kann ja nicht so super groß am Anfang sein. Nee, die war relativ klein und flitzig und nachher hat die halt, also wissen Sie, diese Rennschildkröten kriegen sehr viele Sachen gespritzt und so weiter und ja. Anabolika? Wenn sie nicht im Training ist, ja, Anabolika. Und wenn diese Schildkröten dann nicht mehr trainieren, dann gehen die auf wie ein Hefeklopf. Deswegen haben wir diese Insel im Norden. Oh. Ach so, das macht jetzt Sinn. Insel von Speedboot. Oh, das werde ich doch gleich mal meinen Kollegen erzählen, wenn ich hier wieder hoffentlich lebendig rauskommen werde, Herr Watzler. Das ist ein sehr, sehr weiser Mann. Nur zuhören. Herr Watzler, haben Sie denn noch vielleicht eine interessante Geschichte über die Brudizei? Nein. Ich möchte Barett. Da kann ich Ihnen nur eine interessante Geschichte erzählen. Okay. Wissen Sie, dieser... Nein, Frontliner! Dieser Dr. Gonzo. Ja? Nein. Ja. Dieser Dr. Gonzo. Dieser Herr. Das ist mein Streifenpartner, ja, das ist korrekt. Ja, Ihr Streifenpartner. Dieser Herr ist korrupt. Er wurde von irgendwem organisiert, nur noch Jagd auf FGP. Aber, nö. Flieh wieder weg. Das ist ja schon fast mehr eine Unterstellung als eine Geschichte, Herr Watzlaff. Das ist keine Unterstellung, das ist eine wahre Geschichte.
Sie wollen doch wieder nicht an die Glaubwürdigkeit von WhatsApp zweifeln. Sie wissen, dass das letzte Mal passiert ist. Sie wollen. Wollen Sie an meiner Glaubwürdigkeit zweifeln? Nein, möchte ich nicht. Nein, natürlich nicht. Wollen Sie daran zweifeln? Ich sag's nein, Ihnen, Tage kommt nicht. Jungs, er zweifelt wieder! Jungs, komm her, er zweifelt! Nein. Oh, tut mir leid, da bin ich irgendwie ein bisschen wild geworden. Lucky, es tut mir leid. Ich bin ein bisschen wild geworden. Warum? Wieso schlägst du mich? So. So, ja, du musst den Ungläubigen schlagen. Wir haben ihn die Wahrheit eingeprügelt. Und dieser Gonzo, das ist ein sehr, sehr komischer Kerl. Sehr, sehr komischer Kerl. Bei dem müssten Sie aufpassen. Wenn Sie ihm was Falsches machen, der schießt Sie notfalls noch in den Rücken, der ist korrupt. Ja? Der glaubt ihm wahrscheinlich auch noch nicht mal die Geschichte über die Insel im Norden. Ja? Gucken Sie, ja, wie er reagiert, wenn Sie diese Geschichte erzählen. Gucken Sie, wie er reagiert. Er wird sagen, ja, das stimmt bestimmt. Und dann erzählt er dieser Captain Hoffi, der erzählt Lügen. Ja? Da steht sie jetzt Lügner da. Und dann, ja, dann wissen sie genau, was passiert. Dann schießt er in den Rücken. Oh, okay. Der ist gefährlich. Das kann ich mir aber kaum vorstellen. Ich sag's Ihnen. Ich kann Ihnen aber auch noch weitere Geschichten erzählen, wie zum Beispiel, dass Gras auf unserer Insel verschwunden ist. Ja, das würde mich auch sehr interessieren. Ich habe mich auch gewundert, warum das ganze Gras weg ist. Also das liegt daran, dass wir alle ja so ein bisschen, wir sehen ja alle, ne? Wir sehen ja alle. Ja, ja. Und manche Menschen, die können nicht so gut sehen. Und es wurde irgendwie medizinisch rausgefunden, dass die Leute besser sehen können, wenn da kein Rasen auf der Welt ist. Ich glaube, es ist eine Allergie oder halt irgendwie sowas, aber manche können halt auf unserer Insel dann besser sehen. Ja, und dann hat haben einige Priester auf unserer Insel, in diesen 165 Kapellen, leben natürlich auch 165 Priester. Und wo die ist haben denn der alle Priester dieser Kapelle? Ja, das bin ist denn ich. Der Priester? Ach, das sind Sie. Das bin ich. Sind denn alle Priester so wie Sie? Ich bin der Priesteranführer und ich bin ein bisschen rabiater, tut mir leid. Aber im Endeffekt sind die alle so wie ich, ja. Ah, okay. Aber Herr Watzlaff, wieso sind denn die Büsche dann, warum haben Sie die Büsche denn nicht auch noch abgesägt? Warum denn nur das Gras? Weil die Büsche, die bieten ja auch Nahrung. Und sie bieten Schutz für die Tiere. Die Tierwelt darf darunter nicht leiden. Ja? Sie haben ja recht, was sollten wir bloß tun unter solche Buschmännertiere? Mit einem riesen Gebetsspruch. Und das ist dann plötzlich verschwunden. Das ist dann eines Tages plötzlich verschwunden. Seitdem sehen die Leute ein bisschen besser. Ja. Naja, das kann ich mir gut vorstellen. Also ich meine, man hat ja echt schon so eine klarere Sicht. Also ich weiß nicht, ich finde es wirklich sehr gut, dass sie das gemacht haben. Aber können Sie mir vielleicht so einen Zauberspruch mal beibringen? Ich kann Ihnen den Zauberspruch beibringen. Oh, das ist aber gefährlich. Ja? Jeder Priester hat den Zauberspruch seinen linken Boden verloren. Ich muss kurz in mein Buch kramen. Oh. Das möchte ich dann lieber doch nicht. Herr Johnson, oh, wann komme ich denn endlich zurück zu meiner Familie? Ja, welche Familie meinen Sie denn? Die Efi-Familie oder Ihre alte Familie? So, ja, ich muss weiter. Mit der Efi dann erstmal nochmal, wie gesagt, reden. Also, der Spruch ist, Ene mene Pommes und Swag, Gras geh jetzt weg. Das haben wir gesagt. Okay. Hex, haben wir dahinter noch gesagt. Dann wird das Gras weg. Ah, das ist natürlich... Ja, also der Zauberspruch ist ja doch recht komplex. Den könnte ich jetzt so gar nicht aufsagen, wie schwierig wie der ist. Ja, den habe ich auch lange geschrieben und ich habe natürlich auch noch ein anderes Fach studiert. Das ist die unsinnige Magie. Die habe ich auch im Disney Resort studiert. Seven, fall back. Okay, und bei wem haben Sie das studiert? Bei dem Mickey Mouse.
Zaubermann. Professor Mickey Mouse Zaubermann.